Zuerst gibt es jetzt hier einmal Infos zu meinem letzten Hit Ganzkörpertraining mit Body Update und danach werde ich einige News zu meiner ketogenen Diät noch weitergeben. Die erste Übung von meinem Ganzkörpertraining war die Rudermaschine mit einem Arm. Für den Latissimus sehr gute Übung. Und gleich mal eine Frontansicht, wo ich auch den Latissimus etwas anspanne. Die zweite Übung war Bankdrückmaschine im Liegen. Ich mache immer nur einen Satz. Langsame Ausführung bis zur positiven Muskelausschöpfung. Teilweise mit Intensitätstechniken. Ein Satz genügt. Und deswegen ist man mit dem ganzen Körper auch in 30 Minuten fertig. Hier dann eine seitliche Brust-Bizeps-Pose, wie es im Bodybuilding-Wettkämpfen gefordert wird. Nochmal eine Übung für den Latissimus, Latzugmaschine für die V-Form. Und an den Nautilus-Maschinen trainiere ich meistens, ja, das wissen viele schon. Und hier eine Pose dann eben, Latissimus von hinten. Und dann ebenfalls an der Maschine einarmig. Die Schulterpresse könnt ihr auch mal testen, Schultermaschine mit einem Arm, beziehungsweise immer zwei Wiederholungen links, zwei Wiederholungen rechts, bis nichts mehr geht. Hat mich sehr gefordert, diese Übung, aber sehr gut für die Schultermuskulatur. Eine Most Muscular Pose, kurz, ja, Form geht zu weit, bin noch nicht ganz so zufrieden. Dann Bizepsmaschine, einen Satz. Jeweils wieder mit einem Arm bzw. Im Wechsel drei Wiederholungen links, drei Wiederholungen rechts. Und dann hier mal kurz eine Doppelbizeps-Pose. Beleuchtung ist etwas suboptimal. Ebenfalls Maschine Nautilus Trizeps. Auch ein sehr, sehr gutes Gerät. Ich bin ja von den meisten Nautilus-Maschinen mehr als begeistert. Seitliche Trizeps-Pose. Ja, ganz kurz zum Training. Ich mache in letzter Zeit fast nur Maschinentraining. Das ist ja so absoluter Quatsch, wenn man sagt, man muss Handeltraining machen vom Muskelaufbau, sofern man gute, geeignete Trainingsmaschinen hat. So, hier die wichtigste Übung überhaupt, Maschinenübung überhaupt, Beinpresse für Beingesäß und letztendlich für den gesamten Körper absolut wichtig. Wenn man einen straffen Körper haben möchte, wenn man abnehmen möchte, wenn man Muskel aufbauen möchte, muss man eine intensive Bein-Gesäß-Übung machen. Eine Maschine eben sehr gut die Beinpresse. Man kann natürlich auch Kniebeugen machen. Ja? Die fordert natürlich sehr, sehr stark. Auch nur einen einzigen Satz, wie bei allen anderen Übungen. Kurz mal eine Bein-Bauch-Pose für Oberschenkel und Bauchmuskulatur. Ja. Dann habe ich noch einen Satz für die Beinrückseite gemacht, mache ich jedes zweite Training, eine Isolationsübung, Beinbeuger, auch langsame, kontrollierte Wiederholung. Dann hier mal, ja, hier mache ich jetzt eine Doppelbizeps-Pose, das hat jetzt sonst nicht so gut reingepasst. Dann, sehr gute Maschine, Isolation für den Latissimus, eine Pullover, das ist hier Medex-Modell, also ähnlich wie Nautilus, auch sehr, sehr gut für die V-Form. Jo, nochmal eine Abschlusspose oder die vorletzte Pose war das, glaube ich. Letzte Übung, Grundübung habe ich gemacht. Dips für Brust und auch für den Trizeps und auch noch ein bisschen für die Schulter. Das war die letzte Übung. Halbe Stunde habe ich für dieses Ganzkörpertraining gebraucht. Macht HIIT-Training, da spart es sehr, sehr viel Zeit und ihr werdet super Erfolge erzielen. Das war es jetzt zum Krafttraining und jetzt werde ich euch noch kurz ein paar Informationen zu meiner aktuellen ketogenen Diät weitergeben. Die fünfte Woche steht jetzt an. Vier Wochen habe ich hinter mir. Und wie die letzte Woche war, erzähle ich euch jetzt. Viel Spaß. Yeah, yeah, yeah. Die vierte ketogene Woche habe ich jetzt hinter mir mit dem Ziel, einfach abzunehmen, schlank zu werden, ein Sixpack zu bekommen. Jawohl. Und diese letzte Woche war leider richtig miserabel. Fast nicht abgenommen. Habe mich teilweise auch nicht so gut gefühlt, beziehungsweise im Krafttraining hatte ich leichte Einbußen von der Kraft her. Ich war also nicht ganz so stark und habe eigentlich, denke ich, alles richtig gemacht, um mein Ziel zu erreichen, unter 72 Kilo zu kommen. Habe sogar ein bisschen weniger gegessen wie sonst, aber es hat nicht funktioniert. Also ich wiege 72,5, habe nur 400 Gramm abgenommen und 600 Gramm über meinem Ziel, von daher leider Daumen nach unten, war
keine gute Woche. Aber wichtig ist, man darf nicht aufgeben, man muss weitermachen, auch wenn es mal nicht läuft, auch wenn man denkt, man macht alles richtig, man muss dranbleiben, das ist ganz wichtig für einen Erfolg. Und deswegen bin ich zuerst zuversichtlich, was die nächste Woche anbelangt. Was werde ich ändern? Man lernt ja aus jeder Woche, man lernt aus jedem Tag. Ich werde ein bisschen mehr Kalorien konsumieren, also 2000 Kalorien sind geplant, beziehungsweise ich werde nur dann essen, wenn ich auch wirklich Hunger habe. Ich werde also auf meinen Instinkt hören. Jo, Krafttraining, ein Tag Training, also ich mache ja ein Ganzkörper-Hit-Training und brauche momentan einen Tag, nach einem Tag Training etwa 3 Tage Pause, bevor ich das nächste Training absolviere. Ja, das werde ich weitermachen, das ist super zeiteffizient, halbe Stunde Krafttraining, 3 Tage Pause, wieder eine halbe Stunde Krafttraining. Deswegen habe ich mich auch für diese Trainingsvariante entschieden, weil man halt mit sehr, sehr geringem Zeitaufwand wirklich sehr viel erreichen kann. Und gleichzeitig, weil ich ja die Wiederholungen alle sehr, sehr langsam ausführe und das auch nur weiterempfehlen kann, ist auch vom Gesundheitsaspekt her von daher super. Und ich empfehle immer, jeder sollte Krafttraining machen, der einen straffen, schlanken Körper haben möchte. Jeder sollte Krafttraining machen, der abnehmen möchte. Und man kann mit wenig Aufwand eben sehr, sehr viel erreichen. Und Krafttraining eben auch zum Abnehmen sehr gut geeignet. Krafttraining auch insbesondere für Frauen, die einen straffen Körper haben möchten, sehr, sehr gut geeignet. Weil um richtig den Körper zu straffen, muss man mit sehr, sehr hohem Widerstand trainieren und nicht irgendwie gymnastisch machen mit endlosen Wiederholungen, richtig schweres Training mit Grundübungen. Das ist der beste Weg, um eben einen schlanken und durchtrainierten Körper zu bekommen. Deswegen, meine Damen, macht Krafttraining. Ja, und dann habe ich natürlich noch das Ausdauertraining. Auch hier habe ich mich für die effizientere Variante entschieden. Das heißt, HIIT-Training auch, beziehungsweise Intervalltraining im Vergleich zu langem Ausdauertraining. 3x30 Minuten im Ausdauerbereich habe ich mich für das Intervalltraining entschieden, das ich jetzt schon längere Zeit sehr erfolgreich mache. 3x30 Minuten intensives Ausdauertraining für den Afterburn-Effekt, für den Nachbrenneffekt eben wirklich eine gute Sache. Das pusht richtig den Stoffwechsel und deswegen zum Abnehmen ist auf jeden Fall das Intervalltraining super gut geeignet. Und wenn man das Krafttraining und das Ausdauertraining kombiniert, dann macht man eigentlich alles richtig, um Erfolg zu haben. Ja, und natürlich der wichtigste Punkt, um Körperfett zu reduzieren, ist die Ernährung. Und da habe ich mich jetzt eben vor 4 Wochen für die ketogene Ernährung entschieden, wo man also praktisch keine Kohlenhydrate isst. Für mich, sage ich mal, vor allem der Aspekt, dass ich keinen Heißhunger habe und man hat also fast kein Hungergefühl. Und das ist bei mir mit einer normalen Ernährung, mit Kohlenhydraten schon verstärkt der Fall, dass ich dann richtig Heißhunger bekomme, beziehungsweise auch Fressattacken habe. Und mit der ketogenen Ernährung kann ich das echt richtig gut steuern. Deswegen für mich momentan sehr, sehr positiv die ketogene Ernährung, eben weil ich keinen Hunger habe. Aber natürlich möchte ich auch richtig durchtrainiert werden und ich möchte auch weiterkommen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie die 5. ketogene Woche verläuft. Nach wie vor rein informativ ohne Aufladetage, also keine Kohlenhydrattage, beziehungsweise wie es die meisten machen mit der anabolen Diät, wo sich dann 6 Tage ketogen ernähren, also keine Kohlenhydrate und dann einen Tag mit vielen Kohlenhydraten machen. So mache ich das nicht, ich ernähre mich rein ketogen und teste einfach mal, wie es von der Entwicklung ist, wie es vom Fettabbau ist, wie es vom Befitten her ist. Und wie es vom Muskelaufbau her ist, beziehungsweise Muskelerhalt. Bis jetzt überwiegen ganz klar die Vorteile, auch wenn jetzt diese Woche richtig mies war. Das zu meiner ketogenen Woche. Also nächste Woche werde ich mit den Kalorien etwas hochgehen und hoffen, dass ich dennoch weiterhin abnehmen kann. Mein erstes Ziel ist ja jetzt vorerst mal unter 72 Kilo zu kommen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen super schönen Tag, schönen Abend. Bis zum nächsten Video.